Das wäre dann schon mal unser Eingangsbereich, den ich aber nicht freichanneln minern will. Deswegen mache ich hier und hier einfach mal X hin. Das kommt nachher nämlich eh alles weg. Das ist eh nur zur Planung. So. Gut. Dann geht es eigentlich als nächstes hier nochmal ein Stück weiter. Ehe es dann hier um die Kurve geht. Gut, und hier geht so nachher ein Pfad abgehen, den markiere ich schon mal. So. Das heißt, hier wird nochmal gechannelt. Hier ist nämlich die zweite Brücke. Das hier wird nämlich der Weg für unsere Karawane sein. Sollten Gegner hier eindringen, was ich manchmal sogar zulassen werde, dann müssen sie erst in einem komplizierten Fallengang außenrum, bevor sie überhaupt weiterkommen. So. Das heißt, ich mache hier nochmal zwei solche Schritte. Also mit Shift und Pfeiltasten kann ich immer 10 Felder weit springen. Ehe ich dann hier runtergehe. So. Und hier kann ich weit runtergehen. Ja. So. Weil unsere ganze Verteidigung will ich auf eine Etage bauen. Das heißt, das ist die Etage hier. Und unterhalb der Verteidigung kommen dann die Kasernen hin. So ist der Plan jedenfalls. Okay, ich lasse mal weiterlaufen jetzt, dass die Miner weiter arbeiten können. Okay, sie haben Durst. So, ich nehme mal an, der Thron und der Tisch sind fertig. Können aber nur innen gebaut werden. Das heißt, ich platziere sie gleich mal hier am Inside. Ein Sandtable und ein... Okay, der Chair wird gerade gebaut. Gut. Jetzt ist er fertig. Also mit BC platziere ich den Stuhl und mit BT platziere ich den Table. So, wenn ich jetzt Q drücke, kann ich mir die Properties der jeweiligen Sachen ansehen, beziehungsweise Einstellungen an ihnen vornehmen. Also kann ich aus dem Tisch, aus dem Stuhl eine Study machen, mit R, und diese dann assignen zu meinem Leader. Genau dasselbe für den Tisch, ein Dining Room, auch für meinen Leader, dass der dort essen und arbeiten kann. Denn wenn ich jetzt mit N den Noble Screen aufrufe, also da sind unsere besonderen Zwerge nachher drin. Im Augenblick ist da nur unser Expedition Leader, unser Bredo hier drin. Nachher können wir aber auch noch den Military Commander hinzufügen. Das wäre unser General. Den könnten wir schon mal einfügen. Hat das was hier drüben geändert? Nö. Gut. Also mit M kann ich Militaries aufrufen, das brauchen wir aber erst später. Sheriff und Hammerer brauchen wir erst viel später, wenn es zur Kriminalität kommen sollte. Manager ist unser Leader. Psychiatrist. Also Psychiater, um Moods niedrig zu halten. Nee, den brauchen wir erstmal nicht. Broker, das ist auch unser Leader, also unser Händler. Overseer. Das ist, glaube ich, der Aufseher fürs Gefängnis später. Und den, also haben wir jetzt im Augenblick keinen. Und wir brauchen einen Bookkeeper, der ist wichtig. So, man sieht hier, ist ein gelbes Require. Das ist nicht ganz so gut, weil unserem Leader fehlt ein Modest Dining Room. Den braucht er eigentlich, um effizient arbeiten zu können. Da er nur Miga hat, ist das Ding gelb. Hätte er gar keinen, ist es rot. Also rot ist ganz schlecht. Gelb können wir für den Anfang gerade noch so verkraften, bis wir uns mal richtig ausgebaut haben. Solange muss er halt damit leben. Die anderen Zwerge müssen auf dem Boden auch noch schlafen und essen. So, also soll er ruhig sein. So, beim Bookkeeper können wir mit S in die Settings gehen und können einstellen, wie akkurat er arbeiten soll. Also je höher die Akkuration, desto länger wird er damit beschäftigt sein, Bookkeeper zu sein, anstatt andere Sachen zu machen. Für den Anfang stehe ich mal auf Highest, weil er eh nichts anderes zu tun hat. Das heißt, er wird jetzt genau Bookkeepen. Update Stockpile Records.
Jetzt warten wir mal einen Moment. Oh ja, wir können den Mason übrigens schon mal abreißen. Und im Carpenters Workshop gehen wir mal mit AN 5 Bins in Auftrag. Das sind also Kisten, wo nicht Lebensmittel drin gelagert werden. Also Lebensmittel werden in Barrels gelagert, nicht Lebensmittel in Kisten. So, die sind immer noch da unten schön beschäftigt. Wie sieht's mit... Ja, genau. Jetzt sehen wir, was wir alles haben. Und zwar haargenau. Wir haben 76 Seeds, wir haben 148 Getränke und wir haben 54 Others. Wobei Others sind im Augenblick nur Meals. Also hier sehen wir Prepared Meal 15, 15, 24. Und wenn wir es ein bisschen aufdröseln, sehen wir, dass wir Pond Turtle Stew, Meat Muffins, Meat Pie und Pond Turtle Pie haben. So, gut. Der Boa hat leider nichts mehr, was er verbrauchen könnte. Und er kann kein Essen mehr machen, also kein Fine Meal mehr, weil wir keine zwei Komponenten mehr haben. Deswegen macht er jetzt Easy Meal aus dem restlichen Fleisch. Genau, jetzt nimmt er sich das Fleisch hoffentlich. Bist du überhaupt unser Koch? Währenddessen könnte ich mal kurz mit Designation, Plant Gathering. Also ja, früher hieß das Plant Gathering, was jetzt Herbalism heißt. Kann ich noch ein paar Plants einsammeln. Am besten ein paar mehr. Das war definitiv falsch. Das war nämlich ein Stockpile. Ups. Designation Plant Gathering. Ich habe nämlich nur auf P gedrückt und dadurch ein Stockpile gemacht, anstatt auf DP. So, jetzt müsste unser Fleisch auch alle sein, aber wir haben 64 Essen. Noch übrig. Also wenn wir in Stocks gucken, Prepared Meals, haben wir jetzt noch 10 Meat Puddings. Sehr gut. Was man übrigens vielleicht die Vanillaspieler jetzt sehen werden, im Kochmenü, wo wir einstellen können, was verkocht werden soll, was verbraucht werden soll, fehlt uns Alkohol. Es war nämlich im Vanilla so, dass wir auch unseren Alkohol fürs Kochen hätten benutzen können. Aber das geht jetzt nicht mehr. Weil Zwerge verkochen ihren Alkohol nicht. Das wäre eine Schandtat. Oh, wir haben Graphit gefunden. Cool. Aber ja, hier unten sieht es einigermaßen okay aus mit dem... ja, Zeug eben. So, sie sind fast am Ende angekommen. Jetzt räumen sie noch schnell den Gang leer. Also die Wände, die sie jetzt einfach mal übersprungen haben aus Eifer. Und dann gebe ich ihnen den neuen Befehl, da oben weiterzumachen. Währenddessen halt immer die Vorräte im Überblick behalten. So, genau, sie machen jetzt hier frei. Und das müsste es gewesen sein. Also kann ich jetzt hier den Durchbruch angeben, damit sie jetzt hier anfangen. So, jetzt aber Food Stockpile hier unten. Aus dem einfachen Grund, damit uns diese Lemuren, die ich vorhin erwähnt habe, wenn sie wieder auftauchen, nichts wegstehen können. So, außerdem mache ich über den Stockpile eine Meeting Zone, dass unsere Tiere reinkommen. So, Meeting Zone. Weil bei einem Versuch hat ein Lemur einen meiner Badger Dogs getötet. Aber was ich auch machen sollte, ist hier draußen einen Pen machen. Genau, Pen Pasture. Und dort meine beiden Tuskoks
reinstellen. Das sind, glaube ich, so eine Art Bergziege, soll das sein. Oder irgendwelche Bergbullen halt. Ich kann mal kurz in die Beschreibung gucken. Übrigens, für diejenigen, die sich wundern, woher die beiden Task-Dinger kommen. A stocky mammalian beast with stout legs and a dark curly mane. It possesses a small curved horns, short tusks and thickly padded hoofs. These large herbivores can be found browsing on the sparse plains in foothills and lowlands of mountainous country. Sie ist sehr groß und so weiter. Also ja, das sind so eine Art Mammut. Also ja, Tusks sind Stoßzähne, also die Viecher haben Stoßzähne. Ja. Die müssen nämlich draußen bleiben, damit sie hier grasen können und nicht verhungern. Und ja, was ich gerade sagen wollte, wer sich wundert, woher die beiden kommen, die haben unseren Karren hergezogen. Also das sind unsere Zugtiere, die dürfen wir behalten. Was ganz in Ordnung ist. Wir sollten noch ein paar Barrels machen. Wobei, ich guck mal kurz, wie viele Barrels haben wir hier drin? Wir haben noch drei Barrels hier drin, okay. Wichtig ist jetzt erstmal, dass unser Alkohol und unser Essen runtergebracht wird und auch unsere anderen Sachen, die hier drin lagern. Während die beiden weiterarbeiten, genau. Oh, eins von den Tasks hat sich nicht freiwillig ins Pen stecken lassen. Das muss jetzt der Mason übernehmen. Unser Wagreb. Oh, wir haben wieder ein paar Plants. Die könnten wir sogar verkochen. Woodstock, Ropeweed und Prickleberries. Aber ne, die Küche. Die Küche, die removen wir mal und sagen der Distillery soll, sie soll wieder arbeiten. Genau. Das Holz reicht ja zum Glück. Und unserem Leader können wir jetzt auch mal sagen, er soll nicht mehr nur Record keepen. Da reicht jetzt Low Precision aus. Sondern er soll einfach auch mal Hauler-Arbeiten übernehmen. Oder schlafen. So wie unser Weapon. Okay, jetzt ist der Armor dabei, Items in Stockpile zu verteilen. Nicht so gut. Also nehmen wir den unseren beiden Miner-Arbeitern mal die ganzen Hauler-Jobs weg. Die sollen sich nämlich nur aufs Minern konzentrieren. Also Armor und Weapon, also Ragiman und Chris, die nehmen wir jetzt die beiden Jobs weg, die Hauler-Jobs weg über den Therapist. Genau, jetzt sind sie wieder mit Minern beschäftigt, wenn sie nicht gerade schlafen. Was Chris gerade tut. Aufwachen, Chris. Es wartet Arbeit auf dich. Wobei ich es gar nicht so gut finde, wenn wir hier so ewig lang buddeln. Deswegen remove ich die Designation. 1, 2, 3. Das müsste reichen. Wobei das ist eigentlich auch schon viel zu hoch. Gut, nehmen wir das nochmal alles weg. So hoch brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht buddeln. So. Gucken wir nochmal kurz. Wir haben hier angefangen. Machen das jetzt einfach so. Und so. So ist das viel besser.
Und dann wieder hier runter. Oder könnten wir hier channeln? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich glaube, wir channeln hier dann schon mal. Also hier wieder mit einer Markierung. Am besten so gleich, so. Das war das Weiß, dass hier dann nachher der Fallengang abgeht. Oh, ach ja. Das heißt, wir müssen hier unten das hier auch x'en. Und es nach hier versetzen. Ja. Sieht fast wie ein Smiley aus. Gut. Also ist die Frage, channel ich jetzt hier runter? Oder channel ich später runter? Ha. Ich glaube, ich channel hier ziemlich früh runter. Das war jetzt zu viel weggenommen. Ich channel hier runter. Dann geht die Befestigung halt doch nicht nur über zwei Ebenen. Reicht das vom Platz her, frage ich mich gerade. Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Wenn ich hier meine... Und ja, Dwarf Fortress ist sehr viel Micromanagement. So, wenn ich hier meine. Hier wären die drei für den Graben. Da wären eins Platz und dann wären hier die zwei. Und hier das eine um die Ecke. Wird eng. Nee. Nee, nee. Ich gebe da oben noch eins an Länge. Hänge ich dran. Ehe ich runterbuddel. So. Und dann so. Dann channel ich hier. Und dann ist das gut. Kann ich nämlich gleich schon hier unten weiter planen. So. Gut. Jetzt lasse ich erstmal drei frei. Dann kommen hier die Flügel. Wobei, sobald brauche ich die Flügel gar nicht machen. So, die Flügel. So lang. Nehme ich mal drei auf jeder Seite wieder weg. Ja, reicht vollkommen. Da kommt der Graben hin. Mhm. Und hier kommt der Graben hin. Das war zu viel. Mal überlegen, wie lange mache ich den Graben? Also ja, ich plane hier jetzt gerade unsere große Brücke, die man schon aus Staffel 1 und 2 kannte. Das ist so ein bisschen so das, die Handschrift von mir, mehr oder weniger. Und hier stimmt doch irgendwas nicht. Das stimmt, aber hier die Breite... Lande ich hier und hier die Breite? Lande ich da? Okay, doch, das müsste stimmen. Ich habe nur einen Knick in der Optik. Gut, die Zugbrücke wird, glaube ich, einfach hochgezogen, hatte ich gesagt.